Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um meine Monatsfavoriten aus dem Monat März. Ich könnte quasi auch sagen, aus dem ersten Quartal. Ich komme ja nicht sehr häufig dazu, Monatsfavoriten abzudrehen. Ich glaube, ich habe es auch erst einmal geschafft. Aber ich würde das gerne öfter mit euch machen, damit ich dann für mich auch im Jahresrückblick einfach mal gucken kann, was sind meine Jahresfavoriten. Und wenn ihr Interesse daran habt zu sehen, was mich im Monat März begeistert hat, dann bleibt doch einfach dran, wir legen gleich los. Ja, es ist Ostermontag. Falls ihr jetzt ein bisschen Rauschen hört im Hintergrund, das kann das Wetter sein. Hier geht nämlich ein bisschen die Welt unter. Wir hatten heute schon alles. Wir hatten schon Sonnenschein, wir hatten Sturm, Regen, Hagel, Schnee, alles dabei. Und ja, Lissy und ich sitzen hier. Und weil ich Lissy gerade zeige, habe ich euch ja bei einem der letzten Videos, ich weiß nicht, wann es online kommt, erzählt, dass ich Lisbeth nach meiner Uroma Elsbeth benannt habe. Und ich habe gestern ein bisschen im Keller gestöbert in alten Dokumenten und ich habe tatsächlich ein Bild von meiner Uroma gefunden, was meine Mutter mir vor ein paar Jahren geschenkt hat, nämlich anlässlich meines 40. Taufjubiläums. Und ich wusste nicht, dass es dieses Foto gibt. Das ist meine Uroma Elsbeth. Und das sind meine anderen Omas väterlicherseits und mütterlicherseits. Und weil ich gerade meine Oma mütterlicherseits sehe, fällt mir ein, dass ich einen Monatsfavoriten vergessen habe, den ich immer bei mir trage. Und zwar ist das mein Armband. Auf meinem Bastelkanal, auf meinem Hauptkanal, hat mich schon mal jemand darauf angesprochen und fand dieses Armband so schön. Und es erinnert sie an früher, an ein Armband, was ihre Oma mal hatte. Und tatsächlich, auch dieses Armband ist ein Armband meiner Oma, das ich wieder entdeckt habe. Und damit hat meine Mutter mich überrascht zu unserer Hochzeit. Das ist nämlich etwas Altes. Und ich bin gerade ein bisschen emotional. Sie hat mich insofern damit überrascht, als dass in den 90er Jahren unser gesamter Familienschmuck geklaut wurde. Bei einem Hausdiebstahl von einer umherziehenden Bande. Sie sind nie gefasst worden, aber der gesamte Familienschmuck bis auf die Uhr und den Ehering meines Vaters waren weg. Auch mein Kinderschmuck, den ich zur Taufe und zur Schuleinführung geschenkt bekommen habe, das war alles in der Schatulle bei meiner Mutter. Und ja, dieses Armband und noch ein weiteres war nicht in der Schatulle, als hätte es so sein sollen. Und das habe ich zur Hochzeit von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und das erinnert mich an meine Oma. Und das macht mich immer wieder emotional und wie gesagt, mein Ehering ist Gold. Mich stört das aber nicht, das zu mischen, weil mein Ehering ist für mich kein Schmuckring. Mein Ehering ist für mich mein Ehering, aber kein Schmuckring. Deswegen ist mir da die Farbe, die Schmuckfarbe relativ egal. Das ganz kurz zur Einführung, darum soll es hier gar nicht gehen. Aber das Armband ist natürlich ein Monatsfavorit von mir. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und bin mal so ein bisschen, habe den Monat mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Es kann auch sein, dass ein paar Favoriten drin sind, die quasi das erste Vierteljahr betreffen, aber oder die auch so schon immer mal Favoriten sind, die ich euch zeigen wollte. Fangen wir mal einfach an mit Beauty im großen Sinne. Dekorative Kosmetik kommt auch noch, aber Beauty im großen Sinne. Und da habe ich euch neulich mal andeutungsweise hiervon erzählt. Und zwar ist das meine Gesichtsreinigungsbürste. Bin ich damals drüber gestolpert, hatte Maxim Giacomo, glaube ich, irgendwann mal, ich habe das Ding schon recht lange, in die Kamera gehalten. Und das ist von Sunmay, habe ich auf Amazon gefunden, auf den Tipp von Maxim daraufhin. Ihr kennt die Dinger vielleicht, im Original heißen die Dinger Foreo und kosten knapp 70 Euro. Und dieses Gerätchen hier, das ist auch elektrisch, man kann es aufladen, habe ich bis jetzt noch nicht machen müssen und kostet 30 Euro. Ich habe heute nochmal geguckt, das ist auch verfügbar, 29,99. Ihr könnt das anschalten, dann vibriert das. Ach, man kann das hier sogar noch, das habe ich noch nie gemacht, mit Plus und Minus machen. Und dann könnt ihr damit, ich mache dann immer so, schalten wir es mal aus, mein Öl, damit nehme ich mein Make-up ab. Und dann gehe ich ja nochmal mit einem milden Gesichtsreiniger, entweder mit einem
Schaum oder einem Gel über das Gesicht und seife das Gesicht ein und dann gehe ich so aller 2 Tage vielleicht mal mit der Bürste rüber. Und das hat so einen Massageeffekt, auch einen leichten Peeling-Effekt, aber ich muss ja mit mechanischen Peelings immer vorsichtig sein. Ich benutze eigentlich auch nur diese ganz weiche Seite hier, die ist ein bisschen härter. Und dann gehe ich damit über die Gesichtspartie und es gibt dann so nach 20 Sekunden oder so, so einen kleinen, dann macht es mal kurz Pause, da weiß man, aha, die Seite ist fertig und das mache ich quasi Wange, Wange, Stirn und gehe dann nochmal so ein bisschen über die Nasenflügel. Ich liebe das Teil. Einfach zur Gesichtsreinigung. Was man beachten muss, ist, wenn man damit anfängt, dass es am Anfang zu Unreinheiten kommen kann. Ich sage dann immer so, das vibriert euch die Poren frei. Also es kann dann sein, dass ihr mal Verunreinigungen habt. Ich habe es eine ganze Weile nicht mehr benutzt, aber im letzten Monat wieder. Und dann bekam ich so ein paar Unreinheiten hier an der Nase. Aber ich mag das Teilchen ganz gerne zur Gesichtsreinigung. Und dann wasche ich es einfach nur unter Wasser ab, stelle es wieder hin und benutze es den nächsten Tag wieder. Dann meine Entdeckung des Monats, wenn ihr mich verfolgt, wisst ihr das, meine Fingernägel. Ich habe mir ja ein Neo Nails Starter Set geholt, das ist meins. Es gibt ganz unterschiedliche Starter Sets, 21 Tage. Und hier habt ihr schon, ich stelle euch das auch nochmal vor, alles drin, was ihr für den Anfang braucht. Ich habe mittlerweile eine viel größere Sammlung mir aufgebaut, aber ihr habt da auch Lacke drin. Und ja, die 21 Tage habe ich noch nicht erreicht, aber bei mir ist es auch so, dass ich meistens nach einer Woche ohnehin was anderes haben möchte. Meinen ersten Auftrag habe ich mit einem French Nail gehabt, der hier drin ist, im Starter-Set. Hier diese helle Farbe wirkt auf dem Nagel wie ein French, weil ich mich anfangs nicht so an die dunklen Lacke getraut habe. Und ich bin total begeistert. Wie gesagt, ich habe es noch nie 21 Tage drauf behalten. Es hält bei mir auch nicht 21 Tage, weil ich mittlerweile durch einen Tipp von euch, vielen Dank, liebe Elfi, für den Tipp, ein Peel-Off-Lack darunter benutze. Das habe ich euch neulich auch nochmal erzählt. Und ich bin auch gebeten worden, mal diese Nagelroutine zu zeigen. Und das kommt auch demnächst. Ich bin mir nur noch nicht schlüssig, wie ich es mache. Aber ich werde euch das mal zeigen, wie ich als purer Anfänger, ich bin kein Nageldesigner, aber wie ich für meinen Hausgebrauch das mache. Es kostet ein bisschen Zeit, aber ihr habt mindestens eine Woche Ruhe. Ihr habt wirklich Ruhe. Da platzt nichts ab. Ihr könnt Kartons aufmachen. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Und durch den Peel-Off-Lack greift es auch die Nägel nicht so sehr an. Bei mir sind sie ein bisschen angegriffen, aber das hängt mit den ersten ein, zwei Malen zusammen. Und dadurch, dass ich gerne mal dann poole und dann Peel-Off runterziehe, was man nicht machen soll. Aber ich werde euch das auf alle Fälle mal zeigen. Und ich trage jetzt auf den Nägeln auch einen Lack, den ich mir nachgekauft habe oder dazu gekauft habe. Und zwar ist das Share Love von Neo Nail. Das ist dieser beerig-rote Ton, den ich sehr mag. Und auf dem Mittelfinger, den lackiere ich mir gerne anders, habe ich hier, das ist so ein Set mit 5 Lacken. Oh, jetzt habe ich hier 2 davon, sind hier nicht drin, nämlich die beiden, die ich hierfür verwendet habe. Da sind 5 Lacke drin, 4 cremige Lacke und ein so ein Glitzer-Topcoat. Ich hoffe, man kann das erkennen, dass ich hier so ein Glitzer-Topcoat nutze. Ne? Da ist so ein bisschen Sparkle drauf. Und das Set an sich begeistert mich nicht so ganz. Die beiden, die ich jetzt hier drauf trage, das sind diese beiden Lacke. Die sind noch okay. Ich habe auch schon diesen getragen. Da war ich ein bisschen enttäuscht, weil er so steingrau auf dem Nagel wirkt. Ich habe die auch mal auf dem Nagelrad gezogen. Also das sind die Nägel aus dem Set. Hier habe ich einmal nur diesen Topcoat aufgetragen. Hier einmal so, wie ich es jetzt auch auf dem Nagel trage. Und dann die Lacke alleine. Und auch hier wirkt dieser Lack plötzlich wieder ganz anders als auf den Nägeln. Wenn ihr den auf allen Nägeln drauf habt, mir ist das zu stonig. Die anderen beiden habe ich noch nicht getragen. Der reißt mich nicht vom Hocker. Den könnte ich mir noch vorstellen. Aber die schönsten aus dem Set sind diese beiden. Ob man sich deswegen das Set holen soll, weiß ich nicht. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, das ist die Originalgröße und hier sind kleine Größen drin. Aber wenn euch das interessiert, ich verlinke euch das mal in der Infobox. Auch die Gesichtsreinigungsbürste und ganz viel von dem, was ich euch heute zeige, verlinke ich euch in der Infobox, wenn es das noch gibt. Ein Flop, den ich euch gar nicht mehr zeigen kann, habe ich auch noch aus dem großen Bereich Beauty. Habt ihr aber im Aufgebraucht gesehen, und zwar die Fußmaske von Balea.
diese Hornhaut-Entfernermaske. Ich habe gedacht, ich hätte noch eine, aber die, die ich hatte, war von Biotine und die wollte ich jetzt nicht in die Kamera halten, weil die habe ich noch nicht getestet. Aber die Balea-Fußmaske hatte ich schon im letzten Jahr einmal und da hat sie nichts gebracht. In diesem Jahr hatte ich sie nochmal geschenkt bekommen und habe gedacht, okay, dann versuchst du sie nochmal. Ich blende sie euch mal mit ein. Für mich ist das ein absolutes Flop-Produkt. Das hat bei mir gar nichts gebracht, außer dass meine Füße trocken aussehen. Also gar nicht mal auch da in dem Bereich, wo die Hornhaut ist, sondern im Seiten- und oberen Fußbereich sehen meine Füße trocken aus. Da schält es sich ein bisschen. Aber ansonsten in Sachen Hornhaut, wofür es eigentlich sein sollte, hat es überhaupt nichts gebracht. Also das ist ein Flop, das habe ich euch auch im Aufgebraucht schon erzählt. Nur der Vollständigkeit halber, es sind halt nicht immer nur Favoriten. Ich will euch auch so ein paar Flops noch nennen, aber vorwiegend Favoriten. So, das war so das große Thema Beauty. Jetzt kommen wir zur dekorativen Kosmetik. Ist natürlich auch Beauty, aber es ist so ein Ding für sich. Und das habe ich auch so ein bisschen aufgesplittet und habe den ganzen Kindern auch Namen gegeben. Und zwar fangen wir mal an mit dem Liebling des Monats. Ihr habt es sicherlich schon erraten, ne? Meine Guerlain Foundation, die haben wir zusammen ausprobiert in einem Video. Ich hatte eine Probe von Flaconi geschickt bekommen und dann habe ich in dem Video gesagt, komm, lass uns das mal ausprobieren. Und ich war vom ersten Moment an begeistert und dann ist mir diese Foundation nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich sie, dann hatte irgendwie Flaconi, glaube ich, 30% oder so, und dann habe ich sie günstig geschossen gekriegt. Günstig, ne? Also die ist halt nicht günstig. Das ist die Guerlain L'Essentiel. Ich kann leider kein Französisch. Ich hatte Russisch in der Schule, kein Französisch. Und das ist die High Perfection. Es passt auf, es gibt diese in zwei Varianten. Das hat hier diesen matten Tiegel und es gibt auch noch einen reinen Glastiegel, der nicht matt ist, sondern glänzend und durchsichtig. Und das ist eine geringere Deckkraft, die aber ein bisschen mehr Glow hat. Aber mir reicht das als Glow voll, völlig auf. Ich habe die heute aufgetragen, zwei Pumphübe fürs gesamte Gesicht. Ich blende euch das mal ein bisschen mit ein. Die Produkte, die ich euch heute zeige, die habe ich auch auf meinem Gesicht verwendet. Meine Haare sind immer noch Corona-Friese und sie sind frisch gewaschen. Dadurch fliegen sie heute noch ein bisschen durch die Gegend. Aber das ist, ihr seid da nicht, wenn ihr meinen Kanal regelmäßig verfolgt, kommt ihr da dran nicht vorbei. Ich erwähne die immer wieder. Ich benutze sie nicht jeden Tag, weil ich auch so ein paar andere Foundations im Moment noch teste. Und aber wenn ich mich auf meine Foundation verlassen möchte, dann greife ich zu der, weil das funktioniert super. Und hier ist die Farbe. Ich habe die 02N. Die passt bei mir wie Arsch auf Eimer. Ich mag die total gerne. Ich muss mal hier gucken. Irgendwie wirft das hier, nee, Schatten auch nicht, ne? Ist egal. Ja, ich mag die sehr. Das ist mein Liebling des Monats, wenn ich es auch nicht jeden Tag verwende. Aber wie gesagt, ich teste halt auch noch ein paar Foundations. Und da sind wir jetzt zum Beispiel auch so bei der Routine des Monats. Da halte ich euch schon wieder zwei Foundations oder sogar noch mehr in die Kamera. Das habt ihr gesehen in meinem Video zur Black Cherry LE von MAC. Und zwar ist das auch eine Wiederentdeckung. Aber Wiederentdeckung kommen wir auch gleich noch zu. Aber das möchte ich eigentlich in die Routine mit einbringen. Ach, jetzt habe ich mit hier. Und zwar spielt da auch die Trended Up Rosy Touch Make-up, also diese Foundation, eine Rolle. Wir haben ein Full Face gemacht. Da hat sie mich ein bisschen enttäuscht, obwohl sie hat mich nicht wirklich enttäuscht. Ich muss sie nur anders anwenden. Ich habe nämlich im Moment, und dadurch bin ich auf diese Routine gekommen, ein bisschen Probleme. Nicht mit der Guerlain, aber wenn ich eine andere Foundation trage, habe ich hin und wieder mal die Probleme, dass sie sich hier oben wieder abträgt. Das hängt mit meiner Rosacea zusammen, die nicht akut ist, die nicht schlimm ist, aber ausgehende Winterhaut hat bei mir halt immer das Problem, das hatte ich im letzten Jahr auch, dass es hier in dem Bereich, dass die Foundations, gerade wenn es so leichte sind, da nicht so besonders gut halten. Und wenn ich dann mit dem Pinsel drüber gehe, dass ich es auch wieder abtragen kann. Das war bei dem Trended Up Full Face und das war ja auch eine First Impression, das Problem. Das hat beides zusammen, die mit dem Puder nicht funktioniert. Ich habe sie, hab ihr aber nochmal eine Chance gegeben und in dieser Routine funktioniert sie gut. Und zwar habe ich auch hier die Water Weight von MAC.
Die war bei mir schon dreimal im Aussortiertkörbchen und ich habe sie immer wieder rausgeholt und habe gesagt, nee, kann nicht sein. Und du gibst ihr nochmal eine Chance und jetzt weiß ich, wie ich sie verwenden muss. Die ist nämlich auch nicht stark deckend und hat manchmal auch das Problem, dass sie sich hier bei mir nicht richtig mit der Haut verbindet. Wisst ihr, habe ich Schwierigkeiten mit, aber dass es da nicht so den schönen Effekt gibt. Und da habe ich jetzt eine Routine entwickelt, wie diese Sachen bei mir gut funktionieren. Und zwar, habt ihr in dem MAC-Video gesehen, nehme ich einfach eine Puder-Foundation dazu. In diesem Fall ist es dann mit der MAC Waterweight, ist es dann die Studio Fix von MAC. Ich habe bei beiden die NC20, wobei ich mir auch diese Studio Fix wahrscheinlich nochmal in einer dunkleren Variante holen werde. Aber ich mag es sehr gerne. Das habt ihr da auch den Auftrag gesehen. Funktioniert super. Und wenn es ein bisschen günstiger sein darf, zum Beispiel auch mit der Trended Up, verwende ich sehr gerne, Entschuldigung, wenn es hier ein bisschen klappert, aber ich habe mir die Produkte hier alle hergelegt, mit der Artico Hydra Mineral, das ist jedenfalls die Mineral Foundation, einfach ein bisschen drauf pudern, gar nicht mit dem Schwämmchen, sondern wirklich mit dem Pinsel ganz leicht draufgestupst, in diesem Bereich ohnehin nur drauf getupft. Und zack, ist das fixiert und funktioniert gut. Und als weitere Alternative hätte ich noch von L'Oreal, da sieht man jetzt die Tapsen so drauf, die Age Perfect, wie heißt sie denn richtig? Keine Ahnung, ist jedenfalls auch eine Puder Foundation. Und da nehme ich quasi auch nicht das Schwämmchen, sondern gehe mit einem Pinsel drüber, wie so ein Fixing Powder. Und die geben nochmal ein bisschen Deckkraft zusätzlich zu der wenigen Deckkraft dieser beiden Foundations, funktioniert super für mich. Also ich habe dann trotzdem noch ein natürliches Finish und ich bin immer wieder begeistert, wenn ich das benutze. Und das ist so meine Routine des Monats, gerade für meine Winterausgangsproblemhaut. Funktioniert das sehr gut. Also wenn ihr auch so ein Problem habt, probiert das einfach mal aus. Ich denke, ich werde demnächst nochmal mit der Trended Up Foundation, dass euch das einfach nochmal mit zeigen, wenn wir mal wieder ein Schminki machen, werde ich das mal mit einbauen. Mit der MAC Foundation habt ihr es ja, mit der MAC Foundation habt ihr schon gesehen, aber das andere werde ich euch dann auch nochmal zeigen, damit ihr auch seht, dass die Trended Up Foundation auch funktioniert. Vor allen Dingen, die hat so einen schönen Glow. Die glowt sogar durch diese Puder Foundation, die dann drüber sitzt noch. Und das gefällt mir echt gut. Also da, die hat die zweite Chance verdient. Manchmal muss man ein bisschen herumexperimentieren mit Foundations, weil die ist vom Tragekomfort und die ist einfach so schön. Da habe ich immer gedacht, das kann nicht sein, dass die nicht funktioniert. Irgendwie kriegst du es hin. Ich habe es hinbekommen. Okay. Das war die eine Routine des Monats. Dann habe ich, das ist nicht unbedingt eine Routine, aber ein Produkt, was ich täglich verwende. Und zwar ist das von Maybelline, die Brow Mascara. Und zwar habe ich hier die Brow Drama in Dark Blonde. Ich habe sie mir mittlerweile auch nochmal in einem dunkleren Ton geholt. Aber dieses Dark Blonde benutze ich halt sehr gerne, wenn ich dann einen dunkleren Augenbrauenstift genommen habe, um so ein bisschen durchzustromern. Dadurch, dass ich ja diese graumelierte die weißmelierten Haare habe, so rum. Ich darf ja nicht grau sagen, ne? Sonst heißt es wieder, das sind weiße Haare, keine grauen. Aber ich bin halt so ein bisschen gestromert und da kriege ich so ein bisschen Leben dann nochmal in meiner Augenbraue. Wenn ich einen dunkleren Augenbrauenstift genommen habe, dann nochmal das mit reinstromern und das betont so einzelne Härchen nochmal, nicht plakativ. Tief, aber einfach schön. Und ich mag diese Brauenmascara. Die habe ich durch Zufall entdeckt. Hui, jetzt stürmt es gerade wieder. Das ist das Bürstchen. Die war mit einer Tweezerman-Pinzette mal in einem Angebot. Und da habe ich das mitgenommen, weil der Preis von beiden war, da war die Tweezerman schon mit drin. Und ja, ich mag Tweezerman-Pinzetten gerade, diese kleinen. Und da habe ich zugegriffen. Und da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, ob ich die richtige Farbe erwische. Aber es war ein Glücksgriff. Gefiel mir sehr gut. Und eine Routine habe ich noch, das habt ihr auch in meinen Videos gesehen, und zwar trage ich das auch heute. Ich kombiniere momentan sehr gerne Lippenstifte und Glosse. Also das ist, ich habe mal hier beispielhaft zwei hervorgeholt, aber das benutze ich eigentlich jeden Tag im Moment, dass ich einen Lippenstift trage, vorzugsweise einen matten. Ich habe hier von MAC den Spirit, das war
ich glaube sogar einer meiner ersten, wenn nicht sogar der erste, den ich hatte von MAC. Das ist so ein wunderbarer Nude-Ton, den trage ich auch heute. Und oben drüber habe ich einen Gloss. Normalerweise trage ich da jetzt auch noch, um den aufzubrauchen, von Patrick Star aus einer Limited Edition, ein Gloss von, habe ich den mit hier? Nee, der steht noch da drüben, von MAC. Aber ihr könnt zum Beispiel den Fenty-Gloss super darüber tragen. Und da ist so auch eine Entdeckung des Monats von Maybelline, der Lifter-Gloss. Ich habe hier Moon, das ist ein Dupe zu dem Fussy von Fenty, wobei der Fussy ein bisschen deckender ist. Der Moon ist halt sehr schier. Oder war es andersrum? Ich habe es euch neulich mal beides übereinander gezeigt. Aber das ist der Gloss und die beiden harmonieren sehr gut zusammen. Wenn ich dann das jetzt hier so drüber trage, ich streife es mal noch ein bisschen mit ab, dann seht ihr das, dann bekommt das so einen Glanz und das trage ich jetzt und ich trage das unheimlich gern auf der Lippe. Und jetzt habe ich kein Swatch-Tuch hier. Na, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich kann den Swatch gerade nicht entfernen. Habe ich hier irgendwie. Ach, warte mal. Ich habe hier. Das ist nämlich die Lampe, die sonst neben meinem Schminktisch steht, wenn ich Schminkies filme. Und da habe ich einen kleinen Beutel mit meinen. Ach, guck mal. Mit meinem Abschminkpads drin. Man muss sich nur zu helfen wissen. Okay, das waren Routinen des Monats. Die Entdeckung des Monats, es spielt alles so ein bisschen ineinander, sind Pinsel. Die habe ich durch Zufall entdeckt. Ich war neulich mal kurz, waren wir, ach so, wir waren unterwegs, sind noch ein bisschen spazieren gegangen. Sven musste noch Lebendfischfutter holen. Und dann sind wir am Butnikowski vorbeigegangen und ich gesagt, komm, lass mich da mal fix reinhuschen, ein bisschen stöbern wenigstens. Ich komme ja nicht dazu. Und dann war ich da auch stöbern und bin, weil mich die Verpackung so ansprach, das ist die Verpackung dazu. Und ich glaube, es ist, also ich war im Butnikowski und ich glaube, das ist die Eigenmarke Beauty Planet von Butnikowski. Und mich sprach das Design an, mich sprachen diese Pinsel an, weil die einfach so toll aussehen. Und ich hatte mir da nur einen Pinsel mitgenommen, nämlich so ein Puder und also so ein Rouge- und Bronzerpinsel. Ihr seht, ich habe mir noch den Puderpinsel nachgeholt und noch einen zweiten davon. Die sind so fluffig weich. Ein Träumchen. Ich nutze die seitdem täglich, weil die so wunderbar weich sind. Den nutze ich fürs Puder. Ich habe ja meinen Clinique Face Powder. Das gehe ich einfach rein in das lose Puder, staub das ein bisschen ab und gehe so nur ganz leicht übers Gesicht drüber. Oh, der ist so toll. Und jetzt habe ich mir die beiden, ich habe sie mir beschriftet, damit ich nicht verwechsle, weil ich einen für Bronzer und einen für Rouge nehme. Und dadurch, dass sie so wunderbar weich sind, kommen wir auch gleich zu der Wiederentdeckung des Monats. Und zwar ist das die Letizia Lemark Face Palette von Love. Die auch immer mal wieder, sie steht einfach, sie oder sie liegt bei mir in der Schublade und ich greife nicht zu ihr. Und warum greife ich nicht zu ihr? Ich habe mir die gekauft, weil die so wahnsinnig gehypt war und habe sie aufgetragen. Oh, meine Haare stiepseln ein bisschen, Entschuldigung. Und habe sie aufgetragen und sie war mir zu stark. Der Bronzeton ist schon recht dunkel. Das ist eigentlich so ein Sommerbronzeton. Und sie waren mir zu stark, die Farben. Aber mit so einem ganz leichten Pinsel darüber gehen, auftragen und ihr habt so einen richtig schönen Bronzeton drin. Auch das habe ich mit dem Rouge und auch mit dem Highlighter gemacht und ganz leicht aufgetragen. Gut, den Highlighter habe ich mit einem anderen Pinsel aufgetragen, aber für Bronzer und Rouge habe ich diese Beauty Planet Pinsel benutzt. Die haben einen Griff aus Bambus und dann bin ich so ganz leicht drüber, habe das aufgestäubt und das Ergebnis gefällt mir total gut. Das kann ich sogar mit meiner Winterhaut jetzt tragen. Es ist ein schöner, gleichmäßiger Auftrag. Es ist wirklich ein schönes Finish, auch für den Alltag. Und seitdem nutze ich meine Letizia Lemark Palette wieder. Und das freut mich ganz besonders. Also wie gesagt, wenn ihr einen Butnikowski, den gibt es nicht deutschlandweit, ich weiß.
Aber wenn ihr einen Butnikowski bei euch in der Nähe habt, schaut da mal rein. Ich habe mir, als ich den Puderpinsel und den zweiten nochmal geholt habe, war ich in einem anderen Butnikowski und musste da tatsächlich suchen. Ich habe erst gedacht, oh, die haben die hier gar nicht. Die hingen aber an einer ganz anderen Stelle. Also sucht einfach mal ein bisschen und schaut euch nach so einer Verpackung um. Ich habe die Verpackung extra nochmal aufgehoben, um euch das zu zeigen. Wenn ihr einen Butnikowski in der Nähe habt, eine absolute Empfehlung. Ich liebe diese Pinsel. Ich mag gar nichts anderes mehr benutzen. Manchmal gibt es Blushes, da brauche ich ein bisschen einen kräftigeren Pinsel, zum Beispiel mein Artico Blush Couture. Da kann ich auch mit einem fester gebundenen Pinsel reingehen. Aber gerade wenn ihr so Produkte habt, die sehr farbintensiv sind oder vielleicht auch bei einem Bronzer nicht gerade jetzt der Winterhaut entsprechen, nehmt so einen ganz locker, fluffig gebundenen Pinsel und stäubt euch das ein bisschen auf und es funktioniert super. Also da bin ich sehr froh, dass ich die entdeckt habe. Die liebe ich heiß und innig. Kann ich jetzt schon sagen, werden wahrscheinlich, wenn sie auch halten, die sind ein Kandidat für die Jahresfavoriten, auch wenn ich sie erst knapp einen Monat habe, wenn überhaupt. So, dann haben wir das. Weil wir gerade bei Pinseln waren, habe ich auch einen Flop des Monats, den ich euch auch nicht mehr zeigen kann, weil den habe ich schon weggeworfen. Da muss ich zukünftig vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Habt ihr aber im letzten Aufgebraucht gesehen, ich blende es euch nochmal mit ein, mein It Cosmetics Heavenly Lux Number 7 Pinsel, den ich zwar schon eine ganze Weile habe, den ich aber nicht sehr häufig gewaschen habe und ich weiß durchaus, wie man Pinsel wäscht, dass man sie nämlich nicht so lagert, dass das Wasser zurückläuft, ne, dass sich der Kleber löst. Aber das Ding fing an zu haaren und es hörte nicht mehr auf zu haaren und es war im Fellwechsel und es hörte nicht mehr auf. Und ich habe mich dermaßen geärgert, weil dieses Produkt kostet 40 Euro. 40, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen für so einen kleinen Pinsel. Und ich habe schon den Anspruch, dass ein Pinsel, der so teuer ist, auch ein bisschen länger hält. Ich habe euch das Vergleichsprodukt gezeigt von Judith Williams, was es im DM gibt. Diesen Pinsel, den doppelseitigen Pinsel, der kostet 6,99 Euro. Und es ist absolut vergleichbar. Ich mag den sogar echt lieber, weil ich bin so enttäuscht. Ich hatte mir dann zwar diesen Number 7 nochmal nachbestellt, weil ich dachte, oh, ich kann nicht ohne. Und als er dann hier ankam, habe ich gesagt, bist du eigentlich bescheuert? Nee, den schickst du wieder zurück, weil der ist einfach zu teuer. Und das, was ich gerne hätte, das schafft der Judith Williams Pinsel auch. Und wenn der mal Haare verliert, tut mir das nicht so weh, weil das kostet nur 6,99 €. Also das war ein absoluter Flop, da bin ich absolut enttäuscht. Und ist so. Aber dann sind wir mit den Flops auch schon durch diesen Monat. Nur falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch den zu holen. Ich weiß, da wird bei Influencern sehr hoch gehypt. Aber man sieht ihn in letzter Zeit seltener. Da muss man auch mal drauf achten. Als der rauskam, hat man den überall gesehen. Man hat ihn auch zwischendurch überall gesehen. Aber man sieht ihn in letzter Zeit so gut wie gar nicht mehr. Sollte uns das zu denken geben? So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir sind. Das haben wir, die Überraschung des Monats. Die Überraschung des Monats, nee, ein Flop-Produkt haben wir noch. Aber auch nicht mehr so richtig Flop. Die Überraschung des Monats war für mich Trended Up. Ich habe ein Fullface gemacht, First Impression. Und das, was mich am... Es gibt drei Produkte, die ich ganz besonders toll fand in dieser First Impressions. Und zwar ist das einerseits dieser Rosy Touch Blush. Das ist so ein zweigeteiltes Blush. Erinnert einen im ersten Moment nicht so unbedingt an Rosy, aber ich liebe dieses Blush. Es ist super pigmentiert. So, mit dem Zeigefinger bin ich mal durch beide Farben durch und dann daneben sind die einzelnen Farben. Ich habe euch den auch schon mal geswatcht. Der ist wirklich extrem gut pigmentiert. Und ich trage ja nun heute die Letizia Lemarque auf den Wangen, aber dieses Teil funktioniert extrem gut als Lidschatten. Ich habe ihn hier als Lidschatten, ich habe den helleren Ton in die Lidfalte geblendet, mit dem dunkleren ein bisschen den Augenwinkel verstärkt und die Lidfalte verstärkt, ist auch sogar ein bisschen unter das Auge runtergezogen. Und fertig. Dazu habe ich dann noch genommen, und auch das liebe ich heiß und innig, habe ich mir mittlerweile alle drei Farben zugelegt. Ich habe jetzt heute mal in die goldene Mitte gegriffen, nämlich die 020, und das ist dieser Pure Nude Lidschatten. Ist eine Glitzerbombe, passt aber super aufs Augenlid. Habe ich jetzt einfach mit den Fingern aufgetragen.
Das ist dieser, die harmonieren super zusammen und ihr habt in Windeseile ein Tages-Make-up, mit dem ihr glücklich seid. Also ich trage das unheimlich gerne. Ich teste nur auch relativ viel und dadurch trage ich es nicht jeden Tag. Aber das wäre was für mich, für jeden Tag. Auch für den Urlaub. Ganz ehrlich, ihr müsst nicht viele Produkte mitnehmen. Das ist Blush und Lidschatten in einem. Wunderbar. Noch ein Bronzer mit dazu. Fertig. Ein Foundation natürlich. Und auch aus dem Full Face hat mich sehr überzeugt und bin ich sehr angetan von der Eyeperience Mascara. In dem Full Face war ich noch so ein bisschen, aber ganz großer Vorteil, es ist ein schönes Schwarz und es stempelt nicht ab, obwohl es nicht waterproof ist. Das ist die Volume and False Lashes Mascara, hat ein, ja, größeres Bürstchen, es ist nicht ganz so schmal, aber, und im ersten Auftrag habe ich gedacht, oh, es piekt ganz schön am Wimpernkranz. Aber wenn man sich mit der eintuscht, funktioniert das super. Also sie neigt schon dazu, ein bisschen pieksig zu sein, wenn man zu dicht ans Auge kommt, weil sie doch recht feste Bürstchen, die Dinger da hat, ne? Aber ich komme mit dieser Mascara, ich habe nun heute auch extra keinen Eyeliner dazu getragen, damit ihr das pure Ergebnis dieser Mascara seht. Das sind 3 Schichten. Ich komme mit ihr bis an den Wimpernkranz ran. Das, was ich mir dann quasi aufs Lid matsche, lässt sich super mit einem Q-Tip abtragen, wenn die Mascara getrocknet ist. Aber ich kann bis in die Spitzen es hochziehen. Es gibt ein schönes Schwarz. Es verklumpt nicht. Jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen dichter, weil ich 3 Aufträge drauf habe. Wenn ihr es ein bisschen dezenter mögt, macht nur 1 oder 2 Aufträge. Aber es fächert unheimlich schön auf. Es geht bis in die Längen hoch. Ich liebe diese Mascara besonders für den Preis. Das ist für mich eine absolute Alltagsmascara geworden. Und wie gesagt, ich trage sie heute ohne Lidstrich und es gibt trotzdem ein schönes Ergebnis. Ich mag die sehr. Also das war für mich wirklich eine Überraschung des Monats. Und das war jetzt so quasi noch mein Flop aus diesem Testvideo, der Concealer. Ich habe ihn heute nochmal aufgetragen. Für sich alleine getragen macht er gar nichts. Null. Das seht ihr in dem Fullface-Video, da passiert gar nichts, wenn ihr den auftragt. Der blendet sich weg. Ich habe ihn jetzt aber in meinem müden Dutzend mit dem Charlotte Tilbury Magic Away Concealer. Der ist sehr pastös und sehr fest und lässt sich schlecht blenden und ist für mich auch ein kleines bisschen zu dunkel. Aber mit dem lässt sich super flatschig abdecken und ich habe es mit dem Judith Williams Concealer gemacht und jetzt, als ich vorhin diesen Look schminkte, damit ich was zum Einblenden habe, habe ich den einfach über den, ich habe quasi von dem Charlotte Tilbury Concealer ein bisschen was aufgetragen und habe diesen Concealer darüber gesetzt und habe das dann quasi beim Verblenden miteinander verbunden und dadurch bekam der mehr Deckkraft und der Charlotte Tilbury ein bisschen mehr Viskosität. Also die beiden ergänzen sich gut. In dem Sinne ist es tatsächlich gar kein Flop mehr. Ich bin froh, dass ich ihn aufgehoben habe. Mein Judith Williams Concealer geht nämlich langsam dem Ende zu. Und ja, vielleicht habe ich ja nochmal so eine Zicke an Concealer bei mir im Vorrat. Dann weiß ich, ich kann damit arbeiten. Also der ist schön pflegend. Dadurch ist er halt auch nicht so pastös. Er ist pflegend, aber er bringt halt nicht Deckkraft und auch keinen Illuminating-Effekt oder so. Aber im Zusammenhang mit einer Zicke ist es vielleicht nochmal ganz gut verwendbar. Also kein voller Flop. Das waren meine Monatsfavoriten in der dekorativen Kosmetik. Ich habe noch so ein bisschen Lifestyle für euch. Mein Jahr begann ja damit, dass mein Hausarzt mich zu fassen kriegte. Wenn ihr mich auf meinem Hauptkanal verfolgt habt, ihr das ja mitgekriegt. Und wir sind so ein bisschen, und ich bin ja auch so ein bisschen auf dem Trip, mein Gewicht mal wieder so ein bisschen zu reduzieren und eine beginnende Diabetes, woraufhin ich dann Bewegung mehr brauche, weniger Kohlenhydrate. Also ich habe so ein bisschen an meiner Bewegung gearbeitet, an meiner täglichen Bewegung und auch an meiner Ernährung. Und daraus habe ich dann quasi jetzt auch nochmal ein paar Lifestyle-Favoriten für euch. Ich sehe gerade, dass die Schuhe, die ich euch zeigen will, nicht geputzt sind, aber ich trage sie halt täglich. Ich bin auch schon gefragt worden, was es für Schuhe sind. Und zwar habt ihr in einem meiner Vlogs diese Schuhe gesehen.
Ich trage halt sehr gerne Sneakers und Sven sagt, diese Form von Sneakers stehen dir besonders gut. Und ich kann in den Dingern gut laufen. Das ist das eine Paar Sneaker, was ich mir geleistet habe. Und zwar ist das von Waldläufer. Die sind nicht günstig, aber sie tragen sich sehr gut. Das ist, wie gesagt, das eine Paar. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Und das ist das zweite Paar. Die gibt es auch noch in rosa. Die hatte ich mir auch zuerst bestellt. Da gefielen sie mir aber gar nicht so. Und sie waren auch zu groß, glaube ich. Und deswegen habe ich sie mir dann doch noch mal in dem Blau, wie ich sie eigentlich auch im Katalog gesehen hatte und sie mir am besten gefielen, bestellt. Und da haben sie wie so eine Velour-Optik, dieses Leder. Und die trage ich sogar noch ein bisschen lieber als die anderen. Die laufen sich einfach wunderbar. Die sind für einen etwas breiteren Fuß. Ich glaube, es ist die Weite H. Das hat eine Haarweite. Oh Gott, ich kann es gerade noch so sehen. Und es hat ein schönes Fußbett. Wenn ihr jeden Tag 10.000 Schritte lauft und auch so viel auf den Beinen seid, ich stehe in meiner Werkstatt ja auch, oder ich habe auch Tage, wo ich sehr viel stehe, sind das einfach Wohlfühlmomente. Also Wohlbefinden fängt bei den Füßen an. Es ist tatsächlich so, ne? Also das sind so meine Schuhe. Ich muss mal sehen, wenn jetzt nachher so die Kleidersaison losgeht. Aber dann werde ich wahrscheinlich sehr viel in Flipflops laufen. Ich brauche aber neue Flipflops. Ich habe immer die von Barma. Mal sehen, ob die dieses Jahr mal wieder welche rausgebracht haben. So, laufen ist das Stichwort. Wenn ich unterwegs bin und meine 10.000 Schritte laufe, ich habe morgens eine Runde, da bin ich etwa eine Dreiviertelstunde unterwegs, habe dann schon mal so 5.000 Schritte weg und dann laufe ich über den Tag ein bisschen was und dann abends habe ich eine etwas kleinere Runde und ich höre in dieser Zeit sehr gerne Hörbuch. Und das sind meine ständigen Begleiter. Ich bin was in ihr oder was Ohrhörer hier, ne, Kopfhörer angeht, bin ich ein bisschen empfindlich. Ich habe schon welche über Bluetooth, so kabellose Ohrhörer. Ich habe ja auch ein iPhone und dieses iPhone hat halt das Problem, entweder lädst es oder du hörst Kopfhörer. Und dann hatte ich mir mal so Wireless geholt, auch für meinen Ergometer, wenn ich dann im Keller bin. Und wenn ich dann aber Videos sehe auf YouTube oder so, habe ich keine Ton-Lippen-Synchronität. Also ich höre später, als dass ich sehe, dass die Lippen bewegt werden mit meinen anderen Ohrhörern. Und das sind auch so richtige In-Ears, die ich reinstocke. Das tut mir nach einer Zeit lang weh. Und dann hatte ich mit dem Gedanken mal gespielt, mir fürs iPhone diese, ich weiß jetzt gerade nicht, eben hatte ich noch den Namen, wie die heißen. Ist ja auch egal. Jedenfalls diese Dinger zu holen. Und die sind ja schweineteuer, ne? Und dann bin ich bei Amazon über die. Und jetzt ist es immer so, ich renne dann mal hier durch die Gegend und sage so, hast du mein Ei gesehen? Ne? Und dann weiß man immer schon, ah, sie sucht wieder mal hier ihr Teilchen. Und zwar sind das die In-Ears. Ihr könnt darüber auch steuern, Lautstärke an, aus. Und was ich liebe ist, ich schalte mir ein Hörbuch ein und bewege mich in der Wohnung. Zu weit darf man auch nicht weggehen, aber ich bewege mich frei und muss nicht immer das Handy mitnehmen, weil da ja meine Kopfhörer dranhängen. Und etwa 4 Stunden könnt ihr damit hören. Und das Ding hier ist auch nochmal eine kleine Ladestation. Also es ist nicht so, dass ihr, das ist wie so eine kleine Powerbank. Ne? Also dann steckt ihr die da wieder rein. Innerhalb kürzester Zeit sind die dann auch wieder aufgeladen und weiter für den Einsatz. Das Ding muss aber auch hin und wieder mal aufgeladen werden. Aber ich finde die toll. Und für einen Bruchteil, die haben erstaunlich wenig gekostet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was sie gekostet haben. 20, 30 Euro. Also die für In-Ear-Kopfhörer. Und die sind für mich täglicher, wirklich täglicher Begleiter. Es ist auch so, wenn ich hier in der Wohnung bin über Ostern, habe ich dann öfter mal YouTube-Videos laufen oder so. Und ich störe Sven nicht damit, weil es ist wirklich, selbst wenn ich in einem anderen Zimmer sitze, wenn ich dann über das Handy den Ton anhabe, hört er das trotzdem. Und es nervt mit der Zeit, das kenne ich ja auch. Und deswegen sind die In-Ears meine täglichen Begleiter, nicht nur auf meinen Runden, sondern auch in meiner Wohnung oder beim Kochen. Ich liebe die Teile und die funktionieren gut bei mir. Ich habe keine Probleme, dass es wehtut, auch morgens manchmal, so Sonntagmorgen oder so. Wenn ich früher wach bin, hole ich mir mein Handy, mache mir ein Hörbuch an oder gucke ein paar Videos und dann störe ich es dann nicht damit. Ich habe die Dinger drin und dann funktioniert das super. Und weil wir gerade beim Hören sind, Hörbücher. Ich habe, wie gesagt, ich höre ja dann Hörbücher auf meinen Runden und ich war ja viel unterwegs, also brauchte ich auch viele Hörbücher, beziehungsweise ein sehr langes. Und ich habe gehört,
Und das besteht aus 4 Teilen und ich glaube, jeder Teil hat 9 Stunden, in dem wisst ihr dann, wie lange das ist. Und manchmal höre ich mir auch ein Kapitel nochmal an, weil manchmal, selbst wenn ich unterwegs bin, merke ich, wie dann meine Gedanken kreisen gehen und ich gar nicht mehr zuhöre. Dann höre ich mir gerne nochmal ein Kapitel oder 2 Kapitel rückspulend an. Und ich habe gehört, Barack Obama, ein verheißenes Land. Das ist eine Autobiografie über seine Präsidentenzeit, wie er Präsident geworden ist. Oder ja. Und ich habe ja schon von Michelle Obama das Buch gelesen, gehört und auch im Original gehört über ihr Becoming. Und das ist ja auch so die Zeit ihrer Kindheit, wie sie Barack kennengelernt hat. Und das hat sie ja geschrieben, ich glaube, nach der Amtszeit von Barack Obama. Und da ist auch die Kennenlernzeit mit drin. Und das da in etwa setzt es auch bei Barack Obama an in seinem Buch, in diesem verheißenen Land. Das ist so quasi seine Politikerkarriere bis zur Präsidentschaft und auch, ich glaube, zumindest die erste Präsidentenzeit durch. Ja, die erste Phase, also die erste Periode durch. Und es ist sehr interessant. Vor allen Dingen, was ich sehr interessant fand, war, dass man das ja auch aus Europa heraus verfolgt hat und mehr als jeden anderen Präsidenten. Wir haben damals alle diesen Wahlkampf von Barack Obama verfolgt, weil es halt so was Neues war. Es war ein Afroamerikaner, es war ein junger Mann. Wir haben immer gesagt, so von wegen, hoffentlich erleidet er nicht das Schicksal von John F. Kennedy, weil er halt auch so jung ist und auch, wir wissen alle, wie gespalten Amerika ist. Und ja, sicherlich ist da auch der amerikanische Pathos mit dabei. Aber ich fand das sehr interessant, dass auch aus seiner Sicht so Weltpolitik, die man ja auch miterlebt hat in den Nachrichten und die Ermordung von Osama Bin Laden und sowas alles. Und das fand ich sehr interessant, weil vieles davon hat man ja, Deepwater Horizon, diese Umweltkatastrophe, das haben wir alles in den Nachrichten verfolgt. Und hier sieht man es dann nochmal aus einer Sicht und aus seiner Sicht. Und ja, sicherlich, ne? Man muss das auch ein bisschen differenziert sehen, aber es ist sehr, sehr interessant zu hören. Ich habe es mir auch noch mal im Original geholt bei Audible, wobei ich fand, das hat er auch selber eingelesen, wobei ich fand, dass man Michelle Obama besser folgen konnte oder kann als ihm. Von der Aussprache her, vom Slang und so. Ich finde, ihm zu folgen ist gewöhnungsbedürftig. Das kann man nicht mal so nebenbei hören. Aber in der deutschen Übersetzung ist es ja einfach zu hören. Also das ist eine Buchempfehlung, eine Hörbuchempfehlung. Und dann habe ich noch Mademoiselle Coco gehört. Das hatte ich schon mal angefangen, dann hatte ich das unterbrochen und jetzt habe ich es zu Ende gehört. Das geht um das Leben von Coco Chanel. Ja, das klingt jetzt gerade so falsch, Coco Chanel. Wahrscheinlich, weil das immer über Gabrielle gesprochen wird. Ist auch ja, ein autobiografischer Roman, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist nicht als Biografie, sondern schon in der Erzählform über das Leben von Coco Chanel. Und die Persönlichkeit, also ich hab mal ein Interview mit ihr gesehen, als ich schon alt war, wo ich gedacht habe, so, in der heutigen Zeit würde das gar nicht mehr funktionieren. In der heutigen Zeit würde sie sich echt ins Abseits schießen. Die war schon, hatte schon antisemitische Züge und war auch von, ich glaube auch, dass sie nicht besonders einfach war. Vielleicht ist das aber auch aus ihrer Biografie heraus oder als Frau sich im Business durchzusetzen. Ich glaube, da bedarf es auch schon ein bisschen mehr Durchsetzungskraft und ein bisschen mehr Rigorosität und ja, also das ist jetzt nicht unbedingt eine Buchempfehlung, aber wenn euch das interessiert, hört euch das gerne an. Es ist auf alle Fälle keine Empfehlung, aber ich hatte mir auch ein bisschen mehr erwartet. Aber und in der Zwischenzeit, wo ich dieses Buch hörte, sah ich halt auch diese Dokumentation über Coco Chanel und dann habe ich gedacht, so, ist schon eine schwierige Persönlichkeit. Und dann habe ich auch das Buch wieder unter einem anderen Einfluss gehört, ne? Also es ist schon ambivalent. Ja. Das war so das Thema Hören. Dann habe ich auch noch ein bisschen Food und Ernährung. Ich habe
Süßkartoffelwaffeln für mich entdeckt. Also wie gesagt, durch meinen Arzt habe ich auch ein bisschen an meiner Ernährung verändert und bin dann halt ganz heiß auf Gemüserezepte und was ich mir unter der Woche auch in der Werkstatt schnell kochen kann. Und die Süßkartoffelwaffeln, das ist ein Rezept von den Ernährungsdocs. Ich liebe sie. Die sind schnell gemacht, die schmecken super gut, die halten lange satt. Man kann alle möglichen Gemüse noch mit dazu machen, Pilze, Brokkoli, was die Gemüseabteilung so hergibt, und ich liebe die. Und ich habe ich auch als Rezept euch schon mal zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob ich meinen Hauptkanal, also meinen Blog hier verlinken kann. Ansonsten findet ihr es unten in der Infobox oder aber hier oben unterm i. Das Rezept, das habe ich auf meinem Hauptkanal Blog veröffentlicht. Aber ansonsten schaut mal in die Infobox, da habe ich euch das Rezept eingestellt. Und was wir auch sehr gerne essen, ist Curry. Ich koche... Das Currys habe ich entdeckt durch HelloFresh. Da waren regelmäßig Currys drin und irgendwann hingen sie mir auch zum Hals raus. Und dann haben wir lange keine Currys mehr gegessen. Und jetzt neulich habe ich gedacht, so, weil ich auf der Suche nach Rezepten war, ein Curry könntest du dir mal wieder machen. Und Currypaste zu bekommen, ist schon ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen gelbe Currypaste. Nun komme ich ja auch nicht so rum. Ich kann jetzt nicht zu Alnatura mal eben, ich habe die Zeit nicht. Ne? Und dann habe ich dann wieder mal bei meinem Dealer gesucht, bei Amazon, und bin auf diese Currypaste gekommen. Und zwar ist das die gelbe. Ich habe mir auch noch einen lila, die ist lila verpackt, aber die habe ich noch nicht ausprobiert. Und die haben wir neulich ausprobiert und es ist lecker. Curry kochen damit ist wirklich lecker. Das ist eine Currypaste, die kommt nochmal extra verpackt, aber ich habe sie mir jetzt hier so reingemacht. Also die kommt nochmal vakuumiert, eingeschweißt, und dann könnt ihr sie aufmachen und hier reinmachen. Und einen Esslöffel mit in den Wok rein, anbraten und dann mit Kokosmilch aufgießen, Gemüse rein. Lecker. Essen ist sogar mein Mann. Mag sogar mein Mann, haben wir nämlich im Homeoffice gegessen. Und das ist quasi der letzte Punkt bei meinen Monatsfavoriten, nämlich der schönste Moment im zurückliegenden Monat. Und es waren ein paar Momente, aber es waren immer wieder die gleichen Momente. Und die haben mit meinem Mann zu tun, weil es war die Homeoffice-Zeit. Wer glaubt, dass in der heutigen Zeit das Homeoffice die schönsten Momente des Monats sein können? Ich habe ja ein bisschen durchgehangen in der Motivation. Dann war ich so ein bisschen pandemüde und dann dieses ganze Gesundheitsthema, mein Fokus war woanders. Dadurch sind andere Sachen aus dem Fokus gekommen und ich stand so neben mir. Ich habe immer mal so Phasen, wo ich einfach so nicht ich selbst bin und nicht richtig in der Spur bin, nicht meine eigene Mitte gefunden habe. Und dann kam Sven damit nach Hause, dass er sagte, er wechselt sich jetzt er arbeitet ja bei sich in einer Firma im Shop und außer den Lagerkollegen, die dann quasi nebenan im Lager arbeiten, sind alle Kollegen im Homeoffice. Die machen dann quasi die Bestellannahme und so diesen ganzen Kundenkontakt vom Homeoffice aus. Und da ist eine Kollegin, die sagt, ihr fällt die Decke auf den Kopf. Und dann haben sie geguckt, wie sie das machen können. Und diese Kollegin vertritt Sven zum Beispiel auch im Urlaub oder im Krankheitsfall im Shop. Und jetzt haben die eine Regelung gefunden, dass quasi sie sich im Zweitagesrhythmus abwechseln. Also 2 Tage ist Sven im Shop, 2 Tage ist er zu Hause und seine Kollegin dann quasi im Wechsel. Und das haben wir schon 2 Wochen geschafft. Kurz vor Ostern, also wäre er auch im Homeoffice gewesen, dann war die Kollegin aber krank, deswegen war er dann im Shop. Aber es waren, und ich habe dann gesagt, ich bleibe dann auch im Homeoffice, habe dann quasi mein Büro mit hierher genommen, war trotzdem so einen halben Tag immer noch mal in der Werkstatt, weil es da ja immer mal Sachen auch noch zu erledigen gibt oder Paketdienste kommen. Aber ich war bewusst im Homeoffice und konnte da und habe da effektiv und fokussiert gearbeitet, allein weil er nebenan im anderen Zimmer saß. Also wir haben uns dann zum Mittag getroffen, es war auch schön zusammen Mittag zu essen. Er hat morgens um 7 angefangen, dann bin ich aufgestanden, bin langsam in den Tag gestartet und habe mich dann an meinen Schreibtisch gesetzt und habe hier gearbeitet, in diesem Zimmer, und Sven hat im Wohnzimmer gesessen. Zum Mittag haben wir uns getroffen, dann haben wir zusammen pünktlich Feierabend gemacht und sind nochmal eine Runde durch den Park gelaufen. Und das ist einfach auch Lebenszeit und Quality Time, die wir durch das Homeoffice für uns gewinnen. Er hat den Arbeitsweg nicht, ne? Ich arbeite fokussierter, und das waren einfach schöne Momente, und das weiß ich sehr zu schätzen, und ich freue mich auf die nächsten Homeoffice-Zeiten. Ich kann mein Telefon hier herstellen. Ich habe jetzt vor Ostern mal eine Woche quasi Osterruhe gemacht,
nur das Nötigste im E-Mail-Fach bearbeitet. Das ist mir sehr gut bekommen. Und morgen geht es wieder in die Werkstatt. Sven fängt wieder an zu arbeiten, weil seine Kollegin Urlaub hat. Also ist nächste Woche kein Homeoffice geplant. Aber dann starten wir wieder durch. Und ich habe jetzt auch wieder Kraft. Ich bin ausgeruht und freue mich auch wieder auf die Werkstatt, weil alles, was da kommt, der Katalog startet ja bald, die Vororder kommt diese Woche, die Kataloge kommen, also es wird viel Arbeit da sein, aber es war einfach schön, mit Sven im Homeoffice zu arbeiten und es wird auch wieder weitere Homeoffice-Tage geben und da freue ich mich jetzt auch schon drauf und das waren die schönsten Momente für mich im letzten Monat und ich freue mich auf noch viele schöne diese Momente, obwohl jeder Moment, den ich mit meinem Mann verbringe, ein schöner Moment ist. Aber ja, das waren meine Monatsfavoriten für den März. Ich weiß gar nicht, wie lange wir dabei sind. Oh, fast 50 Minuten. Also, ich würde das gerne regelmäßiger machen. Ob ich es jeden Monat schaffe, weiß ich nicht. Es ist auch ein bisschen tricky. Ich habe jetzt schon Notizzettel, wo ich mir dann so Sachen aufschreibe, aber das zusammenzutragen und in ein Format zu packen, es muss ja ein bisschen Struktur haben, dann schauen wir mal, wie wir das machen. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, auch gerne einen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar, ist auch gut für den Algorithmus und verabschiede mich damit an dieser Stelle von euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und genießt den nächsten Monat. Bis dahin, macht's gut und tschüss aus Hamburg. Tschüss.